Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im Mai mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff und ich bin selbst auch Steinbock. Der Mai kann ein sehr produktiver und liebevoller Monat für euch werden, sowohl privat als auch beruflich. Für die Liebe ergeben sich immer wieder gute Chancen, wenn ihr euch nur genug Zeit dafür nehmt. Falls ihr Beratungsbedarf habt, bin ich natürlich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Chiron-Beratung zu gewinnen und darin erfahrt ihr alles über euren inneren Heiler im Horoskop und welche Herausforderungen und Entwicklungschancen er euch in den kommenden Jahren bringt. Einzelheiten zur Verlosung gibt es am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt ist auch der zweite Teil von meinem Chiron Special online, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Darin deute ich den Chiron Transit für die Sternzeichen, das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Bitte informiert euch unbedingt in meinem Jahreshoroskop oder in meinem Buch über eure langfristigen Tendenzen, denn Saturn, Pluto und Lilith und zurzeit auch der Mars stehen alle in eurem Zeichen und beeinflussen euch gemeinsam. Ihr habt sehr viel zu tun und könnt sehr erfolgreich sein, aber es ist zeitweise auch sehr anstrengend. Dabei tragt ihr auch viel Verantwortung und oft sind auch andere Leute von eurem Einsatz abhängig. Das ist ein hoher Druck, der auf euch lastet und ich kann euch nur raten, eure Zeit gut einzuteilen und trotzdem genug Pausen einzulegen, damit ihr fit bleibt. Seit Mitte April befindet sich ja Chiron im Widder und das ist eine starke Spannung zu eurer Sonne. Das bedeutet, hier aus dem Widder raus, das bedeutet, wenn ihr euch übernehmt, kann es zu gesundheitlichen Problemen führen. Deshalb passt gut auf euch auf und überlegt, falls noch nicht geschehen, wie und wo ihr Aufgaben delegieren könnt, sowohl an Familienmitglieder als auch an euer Team. Dabei beeinflusst Saturn hier vor allem die Geburtstagskinder vom 28. Dezember bis 1. Januar. Mars, Pluto und Lilith wirken vor allem auf die dritte Dekade der Steinbockgeborenen, während der Einfluss von Chiron erstmal die Steinböcke betrifft, die am 22. und 23. Dezember Geburtstag haben. Jupiter und Neptun, hier der Jupiter und hier der Neptun, die stehen mit ihrem Romantikaspekt besonders günstig für die Geburtstagskinder vom 5. bis 11. Januar. Aber denkt immer dran, auch andere Faktoren in eurem Geburtshoroskop können diese Einflüsse empfangen. Das kann ganz unabhängig von eurem Geburtstag sein und das können wir nur in einer persönlichen Beratung klären. Im Mai steht nun wieder ein kosmisches Großereignis an, das euch in Zukunft sehr stark beeinflussen wird. Der exzentrische Uranus wechselt das Zeichen und wird in den Stier gehen. Das ist ein sehr günstiger Aspekt, ein angenehmes Gefühl von frischem Wind, Inspiration und erotischem Knistern. Steinböcke, die noch solo sind, können mit Hilfe von Uranus aufregende und interessante Flirtpartner finden. Ab dem 15. Mai bis November beginnt dieser günstige Einfluss, der insgesamt für 7 Jahre gute Tendenzen bringt. 2018 spüren das als erstes die Geburtstagskinder vom 21. bis 23. Dezember. Wer in den letzten Tagen des Steinbocks Geburtstag hat, erlebt aber noch die Spannung von Uranus hier aus dem Widder heraus. Da werden die neuen Impulse eher als störend empfunden und das gilt auch noch mal in der Zeit von November bis März 2019. Lest dazu bitte auch noch mal meine Deutung im Jahreshoroskop nach. Jetzt schauen wir in die Konstellationen für den Mai der Reihe nach. Der Monat beginnt mit der Sonne im Stier, das ist ein günstiger und vitalisierender Einfluss für die Steinbockgeborenen, und der Mars steht im Steinbock, das gibt viel Power. Die Venus befinden sich in den Zwillingen in eurem kosmischen Berufshaus, das spricht für viele berufliche Aktivitäten, die auch gesellig sind und Spaß machen. Jupiter steht günstig für eure Freundschaften und euer berufliches Netzwerk und verbindet sich mit Neptun. Dadurch seid ihr im Gespräch besonders fantasievoll und empathisch. Das wird ein produktiver Monat. Ich selbst habe zum Beispiel Anfang Mai eine Reise nach London im Kalender stehen. Ich freue mich schon sehr darauf, im British Museum das berühmte Relief mit der Darstellung der Lilith anzuschauen. Mitte Mai hat meine Tochter Geburtstag und macht Abitur. Die ist Stier und das ist auch sehr aufregend. Und anschließend reise ich nach Chicago. Da halte ich einen Vortrag über die Venus anlässlich der weltgrößten internationalen Astrologiekonferenz, die alle 4 Jahre stattfindet. Und in eurem Monat ist bestimmt auch viel los.
Die Aspekte sind von Anfang an günstig. Nur zwischen dem 4. und dem 8. gibt es eine Anspannung mit Merkur, der im Widder im Haus der Familie steht. Das könnte bedeuten, dass ihr ein schlechtes Gewissen habt, weil ihr so viel vorhabt und vielleicht nicht genug Zeit für eure Pflichten daheim. Vom 12. bis zum 18. Mai kommt dann eine kritische Phase, wo viel Anspannung in der Luft liegt. Am 14. wechselt der Merkur in den Stier, gefolgt von Uranus am 15. und gleichzeitig ist auch Neumond im Stier. Und diese Konstellation ist günstig für die Steinbocksonne, aber Uranus bildet eben auch eine Spannung zum Mars, der dann am 16. in den Wassermann wechselt. Und dann spüren wir, wie sich die kollektive Psychologie verändert und wie die Menschen ganz generell nervös und teilweise auch unberechenbar reagieren. Stellt euch drauf ein und lasst in diesen Tagen ein bisschen Luft im Kalender für unerwartete Planänderungen. Rechnet auch damit, dass nicht alles so zuverlässig abläuft wie gedacht. Vielleicht könnt ihr auch helfen, weil ihr so gut organisiert seid und auch organisieren könnt und weil ihr den Überblick behaltet. Auf jeden Fall solltet ihr den Neumond im Stier nutzen, um über eure persönlichen Projekte zu meditieren, denn er fällt bei euch in den Bereich der Kreativität. Für die Singles unter euch kann mit dieser Konstellation auch eine aufregende neue Affäre beginnen. Dabei bleibt ihr produktiv, denn die Konstellationen stärken euren Einfallsreichtum und auch eure Lebenslust. Sport und Tanzen könnten jetzt zum Beispiel sehr gut für einen Ausgleich in stressigen Situationen sorgen. Am 19. Mai wechselt die Venus ins Zeichen Krebs und aktiviert dann für die kommenden 3,5 Wochen euer kosmisches Partnerhaus. Das ist eine schöne Zeit für gesellige Aktivitäten und Begegnungen. Ich freue mich zum Beispiel drauf, währenddessen meine Kollegen aus aller Welt bei der Astrologiekonferenz in Chicago zu treffen. Allerdings bildet die Venus bis zum 21. einen schmerzlichen Aspekt zu Chiron, der im Haus der Familie steht. Für mich bedeutet das zum Beispiel, dass ich kurz nach dem Geburtstag meiner Tochter aufbrechen muss nach Amerika und sie bestimmt sehr vermissen werde. Ab dem 21., wenn die Sonne dann morgens um 4.14 Uhr in die Zwillinge geht, gibt es aber wieder jede Menge Harmonieaspekte und die verstärken sich bis zum Monatsende. Nur zwischen dem 24. und 27., da müsst ihr aufpassen. Da haben wir hier einen schwierigen Aspekt zwischen Venus und Saturn bei euch auf der Beziehungsachse. Und da könnte es passieren, dass ihr mit eurem Gegenüber oder den Leuten, die ihr neu kennenlernt, ein bisschen kritisch umgeht. Also Vorsicht. Der Vollmond am 29. in den Zeichen Zwillinge und Schütze ist eingebettet in einer sehr schönen Harmoniekonstellation und die müsste sich sehr günstig für euch auswirken. Denn die Venus ist ja in eurem Partnerhaus und die verbindet sich in den Tagen darauf mit Wohltäter Jupiter und Romantikplanet Neptun zu einem superschönen Harmoniedreieck und das steht alles sehr förderlich zur Steinbocksonne. Und am 30. wechselt auch der Merkur das Zeichen, er geht dann in die Zwillinge in euer Jobhaus, das ist also auch nochmal beruflich ganz cool für euch. Nehmt euch jetzt schon mal vor, am 1. Juni-Wochenende Zeit für die Liebe und eure Beziehungen zu reservieren. Das waren eure Konstellationen im Mai. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebessituation für euch entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 11. Mai um 17 Uhr. Dabei kann mir jeder eine Frage zum Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel auch nutzen, um zu erfahren, welchen Einfluss von Chiron oder Uranus ihr gerade erlebt. Mein Chiron-Video hat ein Riesenecho ausgelöst. Das ist für ganz viele ein großes Thema, Chiron als inneren Heiler zu entdecken. Deshalb biete ich euch einen neuen zweiteiligen Workshop an mit dem Titel Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und zwar am Donnerstag, den 17. Mai um 18:30 Uhr und am Freitag, den 18. Mai um 17 Uhr. Und dazu gibt es auch ein Geschenk. Mehr darüber erfahrt ihr im zweiten Teil meines Chiron-Specials. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Chiron-Beratung bei mir zu gewinnen. Darin erfahrt ihr alles darüber, wie ihr mit Chiron zur Heilung und Persönlichkeitsentwicklung finden könnt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaften der Sterne informieren können.
Also einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch jetzt auch den zweiten Teil meines Specials über Chiron an, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.